Kobolde sind dumm. Kobolde sind hässlich. Kobolde sterben ständig. Kobolde fressen Babys. Und darfst am Lauf rumfummeln würfeln. Ja. Dafür gibt es natürlich, weil es sehr gefährlich ist, an Sachen rumzufummeln, wie deine Eltern dir bestimmt erklärt haben, einen Todesmarker. Ja. Und einen Schadenspunkt. Und einen Schadenspunkt. Das führt nämlich zu Gehirnschwund. Und es wächst ein Fell in den Haaren, aber das habt ihr alle. Fell in den Haaren. Fell in den Händen. Wie viele? Ein Knopf zurück ist nicht so schwierig. Einen auf... Sag das nicht. Ja. Einen auf... Das haben sich schon Leute Finger gebrochen beim Knopfdrücken. Also ich nicht, aber... Ja. Du drückst auf diesen Knopf. Mhm. Und es gibt ein Geräusch, das ungefähr so klingt. Und so ein Strudel beginnt in dem Fluss zu laufen und wird so langsam runtergezogen. Und der Flusslevel, das Wasser darin sinkt. Das läuft ab. Und ihr seht unten so eine schwarze Schiene in der Mitte von diesem Fluss. Und da liegen so, das sieht fast aus wie kleine, runde Waggons oder so, liegen da und rosten in dem Fluss vor sich hin. Vorne ist so ein Clownsgesicht drauf, das man aber nicht mehr so richtig gut erkennen kann. Ich hole mir jetzt mal den Speer, bevor der das Wasser Was kommt, für ein Zufall, sage ich und gehe auf die andere Seite. Ich hebe noch kurz meine Hand. Lass mein Volk ziehen und gehe dahinterher. Ja, sehr gut. Ich möchte versuchen, diesen Speer. Warum machst du meinen Speer kaputt? Möchtest du ihn zwingen, die Waffe dir wieder herzugeben? Mhm. Du hast ja eine Fähigkeit davon. Als Veteran. Sie hält dir ihre diversen Orden unter die Nase und du kannst nicht anders als ihren Speer zurück. Und es hat nichts mit ihrem Geruch zu tun. Na gut, vielleicht ein bisschen. Gut. Ja, hier, das pinke Kaugummi am Bande. Pink. Das auch aus pinkem Kaugummi ist. Mhm. Also eigentlich ist es nur pinker Kaugummi, der sich in meinem Fell verklebt hat. Aber und sich langsam zieht. Ja. Mann. Orange anyone? Oh ja, sehr lecker. Danke, Chef. Dankeschön. Wie spät haben wir? Ist er vergiftet? Halb. Wie lange wollten wir? Bis halb, oder? Das müssen wir, okay. Ja, ich habe noch zwei Szenen. Wollen wir das noch zu Ende bringen? Ja. Hallo? Noch ist keiner gestorben. Ich bin enttäuscht. Stimmt. Können eigentlich nicht aufhören, bevor nicht einer gestorben ist. Ich verstehe das auch nicht, warum ist noch keiner gestorben. Ich weiß das auch nicht, die würfeln zu gut. Ich esse mal meine Vampirration. Ja, tu das. Ich könnte ein bisschen Pfeffer gebrauchen. Das war unser Plan anderer Buchstabe. Was ist ein Buchstabe? A. A ist einer. Oh. Das ist ein anderer. Ist vielleicht einer. Ist das die Sesamstraße hier? Oder? Ja, das ist die Sesamstraße hier. Wir haben eine Spielung für euch Samson! Und ihr seid alle grob. Was? Lilo, Tiffy, von Bödefeld. Boah, ganz dünnes Eis, mein Freund. Ja, jetzt wo du es sagst, soll ich probieren. Ich habe einen wirklich kaum gebrauchten Spieler dazu vergeben. Also falls einer von euch Lust hat... Nicht wieder schlagen. Oh. Jetzt war es. Morgen früh. Morgen Appell. Ja. Ihr seht vor euch ja. Etwas auf der Wiese sitzen. Ich beiß rein. Okay, du rennst. Beißt kräftig rein. Ja. Es gibt so ein Knirschen. Einer deiner Zähne splittert ab. Kostet dich einen Schadenspunkt. Einen Hast du noch ein paar mehr? Das ist ja. Und es ist ziemlich hart, es ist weich, weiß, hart weiß, mit so schwarzen Stellen dran, so ein bisschen rund. Sieht fast aus wie, also hat so ungefähr Koboldgröße, hat ungefähr die Form von einem nackten Kobold, wenn er kein Fell hätte. Hat aber keine Augen, sondern nur so eine schwarze, breite Platte. Und hebt jetzt, diese Platte hebt sich langsam zu dir und du siehst so zwei rote Lichter darin aufleuchten.
Und zu deiner großen Überraschung spricht der Kobold. Oh. Und er sagt... Ich habe Dinge gesehen, die ihr Kobold niemals glauben würdet. Gigantische Wohnwagen, die brannten draußen vor der Schulter des Oranienplatz. Und ich habe Seabeams gesehen, glitzernd im Dunkeln nahe dem Dresdner Tor. All diese Momente werden verloren sein in der Zeit. So wie Tränen im Regen. Zeit zu sterben. Denn diese Dinger werden langsam wieder dunkel. Und ein Vogel fliegt aus seiner Hand. Jetzt ganz ehrlich, ich habe kein Wort verstanden. Dann hört ihr Menschen, die Dinge rufen. Eins davon ist Kobold, das andere ist Tod. Ah! Ich kenne dich! Wirbelt herum. Menschen, die Angst davor haben, dass wir sie umbringen. Zwei weitgehend nackte Menschen, die nur so ein bisschen Stoff irgendwo haben. Ziemlich saftig. Also. Ne? Und sie kommen auf euch zugerannt. Er hat irgendwie so einen Schläger in der Hand und sie so ein metallenes Ding mit so, ja, sieht irgendwie komisch aus, viel zu kurz, um damit zuzuschlagen. Mal gucken, wie lange es durchgeht. So, ihr dürft aber als Erste reagieren, denn ihr könnt besser im Dunkeln sehen. Es ist zwar Tag, aber... Egal jetzt. Ja. Es regnet auch nicht, wie wir gerade etabliert haben. Ich beschwere mich nie über Vorzüge, wenn ich sie kriege. Aha, Powerplayer, hä? Ja. Todesfall. So langsam wird es. Ja, langsam wird es, aber 11 ist noch vertretbar. Ich versuche mich diplomatisch und nutze alles, was ich ein Mensch kann. Groß Kobold, rechts, links, Trüffelparfait essen! Würfel mal auf Ego. Mit wie viel Würfeln? Wir sind ziemlich verblüfft, also reichen 2. Genau, drauf. Ja, also er bleibt stehen. Verwirrt. Ich werfe mein Speer nach ihm. Ja. Und sie? Sie kreischt. Irgendwas. Ein Wort davon ist wieder Kobold, dann kommt wieder Tod. Was wollt ihr machen? Ich beiße in sie rein. Okay. Dann mach einen Nahkampf. Ja. Über Muckis geht das. Über Muckis. Okay. Sie ist nicht, ich weiß schon seine Grabrede. Also 2. Er hat sich nie gescheut, direkt etwas zu probieren. Nein, klappt natürlich nicht. Du versuchst in sie reinzubeißen, ja, aber sie ist mit irgendwas eingeschmiert. So einem weißlichen, einer weißlichen Creme. Aha. Das heißt, es, statt dass deine Zähne reinbeißen, macht es mehr so... Okay, was machst du? Ich würde jetzt etwas anwenden, was ich gelernt habe, was ich mir abgeguckt habe von denen. Und zwar, sie kämpft gegen den, also er kämpft gegen die Frau. Ja. Ja. Dann möchte ich jetzt in so einem Bogen dem in die Seite flankierend angreifen. Du möchtest ihn also alleine eingreifen? Nein, du kämpfst ja schon gegen ihn. Nee, er kämpft gegen sie, oder? Ja. Ja. Wer kämpft jetzt gegen wen? Also er? Eigentlich kann man nicht kämpfen. Also Luchretta. Es sieht eher so aus, als wenn er an ihrem Bein lutscht. Lutscht. Das ist übrigens nur der große Zeh. Ich mümmle sie zu Tode. Schmeckt gar nicht schlecht. Ja. So ein bisschen nach Kokos. Oh. Ja, bitteschön. Dann würfel doch mal erst mit Ego auf Verlies, ob du verstehst, was du da tust. Genau. Überflüssig, Entschuldigung. Mit überflüssig, ja. Mit wie vielen Würfeln? Mit 2 mal. 2. Nö, kannst du. Nö. Gut, ja. Du versuchst sie zu flankieren, ja, also in ihre Seite zu kommen, aber sie ist rund. Sie hat keine ausgesprochene Seite. Das heißt, du fängst an, um die Beine rumzurennen. Ja. Aber du suchst ja die Seite. Aber es ist alles gleich. Ey, ich habe eine Gravitation. Schön. Willst du auch einen? Markus, was machst du außer da stehen und grinsen? Gut.
Ich werfe meinen Speer auf den Mann und ist es mir egal, ob sich zufällig gerade einer von den Kugeln hervorbefindet. Okay. Das ist ein Reflexwurf mit 2. Ja. Es steht immer noch verdutzt da. Licht mit Bienen. 12. Ja, du schleuderst dein Speer wieder irgendwo hin. In dem Moment dreht sich die Frau um und richtet das, was sie da so in der Hand hat, erst auf dich und dann auf dich. Es gibt einen lauten Knall. Ja. Was hast du? Beweglichkeit? Beweglichkeit 2. 2, okay. Ja, und sie trifft dich tatsächlich. Also ein stechender Schmerz, als wenn eine Wespe dich gestochen hätte, durchzuckt dich. 2 Treffer. Also bleibt im Fell hängen wahrscheinlich. Killerwespen! Panisch schwedelt rennt dieser Kobold jetzt nur noch planlos über die Lichtung. Okay. Ich drehe mich mit. Steff? Ja, ich bin wieder dran. Ja. Gut, Beißen hat nicht funktioniert. Dann hauen wir meine zweite Möglichkeit. Ich hau mit dem Hammer drauf. Okay. So, wieder. Krieg er die Pfanne. Villa Riva. Nein. Nein, Mr. Pop. Prop, ja, den könnte ich auch ab. Oh, ist der Prop. Ist der Prop. Okay. Und nicht ist der Prop. Du reißt den Deckel ab von dem uralten Gin. Ja. Drückst kräftig. Ja, natürlich. Er schießt sofort ohne Ohren raus in gelber Form. Und dann klatscht er dir ins Gesicht und läuft an dir runter. Aber. Ja. Du verlierst deinen. Du bist ja gar nicht überriechend, so ein Fisch. Aber du bekommst jetzt den Vorteil: lecker nach Zitrone riechen. Lecker nach Zitrone? Was euch beide bedeutet, weil ihr in der Nähe steht, dass ihr jetzt einen Ego-Wurf schaffen müsst, sonst wollt ihr ihn auffressen, weil er einfach zu lecker riecht. Mit wie vielen Würfeln? Das ist der Prop, also mit 3. Ja, Alter! Und so entdeckt die Gruppe heute den Kannibalismus. Ich hab's geschafft! Ich hab nur 4! Mit 3 Würfeln musst du unter 4 hat er 4 gewürfelt. Richtig. Okay. Ja. Ja, Appetit. Ich lasse von meinem Versuch, diese Frau irgendwo oder die Seite zu finden. Ich fange einfach mit deiner Seite an. Hab ich nicht noch den Vater irgendwie glitschig oder so? Nein. Das läuft so ins Fell rein. Okay. Da findet er genug. Lieselotte riecht wie ein Spülmittel. Loretta. Wie viele Todesmarker hast du schon? Ich habe 6. Ach, dann wird es auch langsam Zeit. Ja, ich beginne mal da mit dem Messer ein paar schöne, saftige Stücke. Nein! Doch! ein paar schöne, saftige. Beweglichkeit? Beweglichkeit wäre 2. Also nehme ich 2 Würfel. Mhm. Und du musst jetzt unter Muckis, ne? Nagels. Unter Muckis, ja. Jawohl, Treffer! Ja. Dann säbelt er gerade im Wert von einem Trefferpunkt Stückchen auf. Nee, 2. 2 sogar. Das Messer macht 2 Schaden. Au! Oh. Hm. Chef, mach was, der frisst mich! Chef, rennt der Wegel! Ah, Wespen! Boah, da bleibt mir nur eins zu tun. Nee, man dreht sich zu dir um. Putzig. Der eine ist den anderen. Der hätte vorher ansagen sollen, was. Aber ich denke, der Bürgermeister darf auch einmal so würfeln. Ja. Hör auf zu schleimen, Todesmarke. Ja, willkommen. Das hat ja wohl gereicht. 7. Okay, dann haben wir jetzt... 13. Genau 13. Uiuiuiuiuiuiui. Haben wir jetzt die Premiere der zufälligen, schrecklichen Todestabelle. Wo frage ich nur welche? Zwar der schrecklichen... Ich wurde nicht gefressen, ich wurde nicht von einem Mensch, nein, ich wurde... Die schreckliche, zufällige Todestabelle draußen. Ja. Würfel mal ein W6. Nein, die gibt natürlich mehr. Ein W6? Ein W6. Die 6. Das ist keine sehr umfangreiche Tabelle. Offensichtlich kannst du aus irgendeinem Grund das Blut, was dir gerade aus den Ohren läuft, nicht daran hindern. Du nimmst 2 Punkte Schaden pro Runde
bis es vorbei ist. Das reicht schon, um Jungen zu bringen. Bis es leer gelaufen. Du bringst ihn an, schneidest dir ein paar kleine Häppchen raus. Das hat sich ja bewährt. Ja. Fontänenartig spritzt sein Blut, aber immer noch gut nach Zitrone, aus seinen Ohren und der kippt ihn. Ja. Das heißt, ja. Möchtest du einen neuen Charakter? Ja, für die... Dann musst du jetzt eine Rede halten. Die Grabrede auf deinen alten Charakter. Im Stehen, bitte. Im Stehen. Bist du denn noch im Bild drin? Bin ich noch im Bild? Ich finde, wir können jetzt auch eine dramatische Nahrung mal machen. Im Dreiviertel-Profil. Oh, jetzt kommt's, ja. Boah, ey. Soll ich dir mal ein Licht einleuchten? Liebe Trauernde, liebe Nicht-Trauernde, wir betrauern heute den tragischen und doch sehr frühen Tod von Snark dem Großartigen, besser bekannt als Loretta. Lieselotte! Der nicht nur würdevoll versucht hat, einen Baumstamm aus der Hüfte zu heben, der sein Volk in die Freiheit führen wollte, einen Möchtegern-Vampir mit einer siedenden Pfanne angegriffen hat und somit eine köstliche Mahlzeit für sein Volk zuzubereiten, der dann selbst zur köstlichen Mahlzeit für sein Volk wurde. Nachdem er aber noch das Vergnügen hatte, an einem Frauenzeh zu lutschen. Mit diesen Worten möchte ich Snark den Großartigen, besser bekannt als Loretta, diese Leute fragen. Danke. Möge er in Frieden. Das ist so traurig, ich höre kurzzeitig auf zu lächeln. Oh. Rums, gibt's eins auf den Kopf. Nein! Ich war's nicht. Nee, hat nicht geklappt. No. Dann zieh mal. Ich zieh mal. Du wächst instant dein Lächeln im Gesicht fest. So, was habe ich denn? Ihr seht... Nico, kann man mich übrigens kurz sagen, dass es eine nette DSA-Sammlung ist, die ihr da habt? Ja, ja. Das ist das Wichtige jetzt. Aber ich kann mir sagen, aber sein ist größer. Nicht wahr, Nico? Was daran nur wichtig ist, André hat Plot. Wir haben Meter. Oh, boah. Und ihr habt ungefähr 4 Meter. 4 Meter. Entschuldigung. War dumm. Also ich der Rollenspieler klar. Ich hätte das jetzt ja einen Tierkumpel. Soll ich dir mal meinen Meterplot sagen? Oder ich bin ein Tierkumpel, ich weiß es nicht. Ja, du bist ein Tierkumpel, genau. Ich hab sogar fieser Geruch. Ja, das ist das Gleiche. Ich hab vorhin anders übersetzt. Hey, du bist Teil der Familie. Ja. Und ich habe diesen Hammer gefunden. Krass, geil. Das ist ja quasi völlig neuer Charakter. Ja, mein Überflüssigwert ist nur ein Punkt niedriger. Ja. Sehr schön. Gut. Oh. Aber meine Trefferpunkte sind enorm. So, jetzt taufen musst du ihn noch. Ja, Lieselotte. Lorettas Schwester, ja. Die muss gucken, wo ihr Bruder ist. Der auf eine wusste ich doch, dass ich dich kenne. Ja. Snark, der Großartige, auch Loretta genannt, ist mein Zwillingsbruder. Wo ist er überhaupt? Jeder kratze ihm gleich mal mit dem Haar eins über. Jeder von euch, der ein Stück Snark gegessen hat, darf sich einen Trefferpunkt wieder aufschreiben. Oh, ja, prima. Ich habe leider nichts von Snark ein abbekommen. Stück Snark. Snark hieß doch auch der Goblin in neuen Klinge, oder? Ich glaube. Jetzt ist er tot. Ja. Ja. Möchtet ihr noch wie? Bitte, also gut, ihr kämpft und weiter miteinander. Ja. Möchtet ihr bitte gegen die Menschen kämpfen? Ich kratze erstmal einen mit dem Hammer über. Das frage ich, ihr seid Kobold, ihr habt keine Angst, also flieht ihr nicht. Du kannst fliehen, wenn du möchtest. Ich kann fliehen, aber das ist tödlich. Ja. Na und? Wer steht denn da jetzt eigentlich vor mir? Ja, der Mann steht vor dir und überlegt noch, ob er zuschlagen soll nochmal oder nicht. Oder nicht, glaube ich. Oder nicht, offensichtlich. Schreiend und kreischend versucht zumindest von ihm zu kommen. Okay, dann ist vorbei. Der übergewichtige Kobold auf ihn drauf zu schlagen. Wildgrinsen steche ich ihn ab. Mit wie viel Würfel darf ich Muckis und du brauchst 2 Würfel.
Wie viel macht dein Speer? Zwei. Piekst ihn, er kreischt weibisch auf, springt hoch. Kann ich aber immer noch nicht schlagen, weil du hast einfach so süße Augen. Gleich. Jetzt mal die anderen. So, du hammerst die mal. Ja, er hat meinen Bruder gefressen. Ja und? Ja. Natürlich, was auch sonst. Ja, aber es gibt sowas. Wird doch schade drum. Ja, stimmt auch wieder. Ich konnte ihn eh nicht leiden. Willst du ihn da liegen, wer sonst vergammeln lassen? Nee, stimmt auch wieder. Ist ein Stück, so passt da. Ja, dann hämmer ich auf die Frau ein. Ja. Zwei Würfel? Oder? Zwei Würfel. Und mit einer 7 schaffe ich es diesmal. Und wie viel Schaden macht er? Ein. Okay, also diesmal triffst du ihren C. Ja. Bom. Schwillt sofort so auf die dreifache Größe an. So muss das. Aber sie versucht noch dich zu erschießen. Nicht? Ja, das ist Blut überströmt. Du siehst auch echt enorm gefährlich aus. Tja. Und das gelingt dir mit rosigen 5 Punkten. Mhm. Das bedeutet 2 Punkte Schaden für dich. Punk. Das knallt wieder, ohrenbetäubend. Aber diesmal scheinen die Knallwespen jemand anderen zu stechen. Möchtest du irgendwann. Dann fühle ich mich jetzt sicher und versuche mit all meinem Gewicht von hinten auf einen von den beiden Menschen draufzuspringen. Okay. Oder in die Kniekehlen zu rammen. Irgendeinen, den du. Mein Vorteil ist zusätzliche Polsterung. Nein, ich meinte bevorzugen, Entschuldigung. Ich habe Amok gesprochen. Hm? Ob du einen von beiden bevorzugst? Achso. Den Mann. Gut, dann würfel einen Angriff. Ja. Snake Eyes. Das macht 2 Schaden? Nee, du wolltest ihn zu Boden reißen, ne? Ja, ich habe ja meinen Speer irgendwo hingeworfen. Ja, du nimmst ihn, reißt ihn zu Boden. Es gibt so ein Boing-Geräusch, als er aufkommt. Voluminös. Und dann sticht er von vorne rein. Ich springe auf ihn. Ja. Auf seinen Brustkorb. Grinse ihn an. Oh, wird jetzt Loretta nochmal gezeigt? Hinter der Kamera wird die weggeworfene Loretta ausgepackt. Oh, okay, also. Unsere Regie kam eben auf dabei die Idee. Dabei gibt er schon ordentlich einen mit und er gibt ihm von oben den Rest. Den zerknüllten Charakterbogen von Loretta zu verlosen. Oh. Was muss und wir legen noch eine Schale Brezel oben drauf. Ja. Jetzt nicht schnell genug Nein sagen. Und das können wir nicht abgeben. Nee? Wir bringen erstmal das Abenteuer. Ja. Na gut. Ja. So. Ja, danke. Diese Brezel machen süchtig. Ja. Der Kameramann, dafür gibt es einen Todesmarker. Würfel mal. So für ihn und für alle, die ihn kennen. Spontane Selbstentzündung. Okay. Für ihn kann ich nicht bestrafen, er spielt nicht mit, also kriegt ihr alle so gruppenhaft mit. Was? Ja, sicher. Nee, ich will leben. Noch meckern gibt's 2. Danke. Na, das war mal knapp. Ich glaube, bei Marie könnte es. Ich bin tot. Yay! Yeah. Okay. Weil du den Kameramann kennst. Du hast mich umgebracht. Genau, Nico hat dich umgebracht. Deine Haut möchte ich nicht stecken, Nico. Ja. Das war's. Aber die Couch ist auch nett. Wir haben keine. Sag ich doch. Gut, Maika, auch für dich ist es ein Tod draußen. Würfel doch mal. Oh. 2. Der Tod. Was meinst du? Zufällig innen aus hier. Ja, als du in den Wald reingerannt bist, Rennen macht einen ja total hungrig, hast du rote Beeren entdeckt. Und die waren total saftig. Und nachdem du so mehrere Handvoll reingestopft hast, wird dir ein bisschen Blümerand. Blümerand? Jetzt mitten im Kampf merke Schönes ich, oh. Wort. Habe ich schon lange nicht mehr gehört. Rumpelt. Die Welt dreht sich. In mir erwacht etwas. Ah, nun kommt endlich der Moment, von dem meine Mutter immer gesprochen hat. Jetzt erwächst mir eine größere Kraft. Ich kotze. Auf den toten Menschen. Hey, das sind Beeren auf den Menschen. Der ist schon mariniert jetzt. Prima. Ich nehme an, dann... Und dann brichst du. Dekorativ. Sag ich röchle etwas in mich zusammen, weil ich ja von meiner zusätzlichen Polsterung... Möchtest du noch irgendein letztes menschliches Wort sprechen? Huhn.
Kaum hat sie es ausgesprochen, hört ihr, wie irgendwas gegen den trockenen Fluss da hauert. Also gegen Flusswand. Ich drehe mich völlig. Ufer ist das Wort, genau, danke schön. Ja, völlig entsetzt um. Ja. Das war Trüffelparfait? Ja, war schön, dich gekannt zu haben. Genau genommen war es ein Kobold. Was passiert denn da? So, das ist dramatisches Licht. Trüffelparfait, der sein ganzes Leben nur darauf wartete, endlich Freunde zu haben, damit diese ihn Trüff nennen konnten, war der Weiseste unter allen anwesenden Kobolden. Er sprach einige Worte der menschlichen Sprache, die fast unerträglich schwer zu erlernen ist. Er trug die schwere Bürde des Anführers und hat diese mit Würde gemeistert, indem er Tunnel abgestürzt hat, wichtige Einsatzaktionen im Fluss vom Ufer aus begleitet und beobachtet und sabotiert. Heldenhaft einen Schwarm wütender, unsichtbarer, aggressiver Riesenwespen vertrieb. Trüffelparfait hat einen Abdruck in dieser Welt hinterlassen. Einen relativ großen Abdruck. Kobold-förmig. Ist eher ein Fleck, aber egal. Und wir werden ihn nie vergessen, solange er noch so riecht, wie er es zu den Zeiten tat. Es wird mich schmerzen, König Talk davon zu erzählen. Lange lebe König Talk! Bitte schön.